Die Geschichte von der faulen Angelika. Angelika war dick und rund und wog schon mehr als 80 Pfund. Du wirst zu dick, sprach Onkel Paul. Angelika, du bist zu faul. Nein, hat Angelika gesprochen, ich habe nur schwere Knochen. Das war natürlich Flunkelei. In Wahrheit aß das Kind für drei. 6 Brötchen, wenn es keiner sah, verputzte früh Angelika. Und mittags aß sie 5 Portionen Kartoffelfleisch und weiße Bohnen. Beim Abendessen stopfte sie sich voll mit Wurst und Flammerie. Und wenn sie grad mal nicht aß, dann lag sie faul im grünen Gras. Nie sah man sie mit ihren vielen Geschwistern auf den Sportplatz spielen. Sie war zu faul, sie sprang und lief, nur wenn man sie zum Essen rief. Angelika, nun sieh dir an, was bald mit dir passieren kann. Tagtäglich wirst du rund und runder, und dann geschieht ein böses Wunder. Es kommt zu einem Zwischenfall. Du platzt, mein Kind, mit lautem Knall. Das war die Geschichte.